Herzlich willkommen zur Weihnachtszeit bei Scene Talk. Wir reden über einen Weihnachtsfilm, den ich als Kind zum letzten Mal gesehen habe. Aber ich wollte unbedingt mal mit darüber reden, nämlich mit Armin Rohde, der ein Elch spielt. Nämlich in Es ist ein Elch entsprungen. Und wie ich den fand, verrate ich euch wie immer nach dem Trailer. Kann sich das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen, aber sicher ist, Weihnachten kommt auch dieses Jahr. Nur diesmal wird alles anders. Mama, reg dich nicht auf. Es ist nur ein Elch. Pardonnez-moi, Madame, verzeihen Sie. Gestatten, mein Name ist Moose, Mr. Moose. Ein sprechender, fliegender Elch. Das glaubt uns kein Mensch. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Fliegen? Moose! Was war das? Das war meine Freundin Gerlinde. Was? Er kommt. Wer? Der Chef. Sind Sie Omas neuer Freund? Oder einer dieser Ex-Männer? Ich bin der Weihnachtsmann. Hast du auch einen heimlichen, allergrößten Weihnachtswunsch? So einen, den man sich nicht mal traut, auf den Wunschzettel zu schreiben. Ab November wird es wahr. Es ist ein Elch entsprungen. Sind Sie ein Filou? Einer, der Frauen anmacht? Nein. Schade eigentlich. Der 10-jährige Bertie wundert sich ziemlich genau darüber, dass kurz vor Weihnachten auf einmal durch die Decke ein Elch stürzt. Denn der Weihnachtsmann hat die Kontrolle über sein Vehikel verloren. Der Elch ist abgestürzt und kann auch irgendwie reden. Wird nämlich gesprochen von Armin Rohde und stellt sich als Mr. Moose vor. Der Weihnachtsmann sitzt irgendwo in Irland und versucht rauszubekommen, wo zum Teufel ist denn jetzt mein Elch? Also muss diese Familie nun notgedrungen diesen sprechenden Elch beherbergen. Das Problem ist aber, die haben die Rechnung nicht mit ihrem Vermieter gemacht, nämlich Jäger Panecke, der unbedingt in seinem Leben einmal ein Elch wildern möchte. Und das ist die Geschichte in Es ist ein Elch entsprungen. Ein Weihnachtsfilm von was weiß ich wann der ist. Das ist Ewigkeiten her und damals in meiner Schulzeit war es vor Weihnachten ein großes Ding, dass wir dazu ins Kino gegangen sind. Ich habe den damals noch im Kino gesehen und muss sagen, mein Gott, hat der einen Spaß gemacht. Es ist ein Elchensprung, ist nichts Besonderes. Wir haben diese Geschichte im deutschen Kino mittlerweile tausendmal gesehen. Mit irgendeinem Tier, was dann irgendwo ankommt und dann ein böser Besitzer von einer Mogulfirma oder von einem oder ein Vermieter oder so ein Kram, der diesem Tier irgendwas anhaben will. Das hatten wir zuletzt in die Känguru-Chroniken, das haben wir immer wieder in unterschiedlichsten Filmen, wo es darum geht, dass Dinge geschlossen werden sollen und man denkt, boah, wir bauen ja jetzt nochmal ein richtig cooles Ding hin. Und das ist hier nicht anders. Die Geschichte ist wirklich sehr dünn und da wird auch echt nichts draus gemacht. Das Ding ist aber, was man über Es ist ein Elchensprung erzählen kann, ist, dass halt so menschelt. Das ist halt trotz dessen, dass wir einen Elch da haben, der mäßig animiert ist, dass trotzdem irgendwas in einem auslöst. Es macht Spaß. Es ist kurzweilige Unterhaltung, die man auf Sat.1 oder sonst irgendwas im Fernsehen wirklich super gut zeigen kann, weil der halt mit der ganzen Familie Spaß machen kann. Auch mit Freunden, wenn man jetzt mal erwachsen ist und sie sagt, okay, wir nehmen jetzt mal einen Film vor, über den man sich auch ein bisschen lustig machen kann. Das kann man, weil der Film nicht komplett fehlerfrei ist. Der ist teilweise echt stupide gespielt. Die Geschichte, habe ich ja schon erzählt, ist eher mau. Das CGI ist echt problematisch heutzutage und auch wo der Film sich hinbewegt, wie er sich entwickelt, das ist alles eher so, ich weiß ja nicht, alles eher so mäßig und nicht wirklich gut durchdacht, aber für die Weihnachtszeit und darum, dafür ist er ja gedacht, für die Weihnachtszeit mit der Familie auf der Couch, wo man sich gerade von dem riesengroßen Buffet erholt, ist das eigentlich der genau richtige Film, weil er halt einen runterbringt, weil er einen gute Laune beschert, trotz seinen vielen Problemen, ist das am Ende immer noch ein unterhaltsames Stück Film aus deutschem Hause, der nichts Neues macht, aber trotzdem genau das liefert, was wir zu genau dieser Jahreszeit und genau zu Weihnachten benötigen. Mehr wollte ich nicht, mehr braucht man nicht. Es ist ein Elch entsprungen, bekommt von mir daher 6 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Es ist ein Elch entsprungen schon gesehen, dann schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, tschüss, haut rein und